Ich würde sogar unterschreiben, dass das der schönste Fleck auf der ganzen Welt ist, wo ich je war. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. 19. Folge zum International Club. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge HM, hör mal rein, der Podcast der Studienberatung. Heute zum Thema International Club oder kurz iClub. Wir hatten im letzten Jahr schon mal eine Folge mit dem International Office. Da haben wir den iClub und seine Arbeit schon so ein bisschen, ganz bisschen angeteasert. Aber heute habe ich eine Studentin bei mir im Podcast, und zwar ist das Helena Botner, die beim iClub dabei ist und die uns so ein bisschen Erfahrungen erster Hand quasi berichtet von der Arbeit des iClub und wie man da so mitmachen kann. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo, Frau Botner. Hallo, Herr Kipp. Vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns sehr, dass wir den iClub bei Ihnen vorstellen dürfen im Podcast. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich studiere jetzt gerade im 7. Semester an der Hochschule München und bin seit meinem 1. Semester im iClub. Jetzt gerade habe ich die Position intern als Head of Communications. Das heißt, ich kümmere mich um die ganze Werbung, die anfällt, oder wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte mit dem iClub, dann bin ich immer die Ansprechpartnerin. Genau. Mhm. Und ich bin heute hier, um mal ein bisschen Einblicke zu geben und eventuell neue Mitglieder zu werben. Ja, das ist natürlich der Sinn der Sache, dass möglichst viele neue Studierende vom iClub erfahren und sich dann beteiligen. Genau. Was macht denn der iClub so? Also es geht eigentlich primär darum, dass die Erasmus-Studenten und die Studenten aus der ganzen Welt, weil wir haben ja auch welche aus Australien, Amerika, also Nordamerika und Südamerika, ja von überall, Asien. Und der iClub organisiert Events und Get-Together. Das heißt, die deutschen Studierenden an der Hochschule München organisieren das alles für die Austauschstudenten, die nach München kommen. Und wir machen dann so Events wie zum Beispiel Bavarian Brunch. Da machen wir so Weißwurstfrühstück. Das ist immer Anfang des Semesters. Also das fängt jetzt bald wieder an im März. Und dann haben wir noch Veranstaltungen wie zum Beispiel Schloss Neuschwanstein, wo wir mit denen hinfahren. Oder wir fahren mit denen nach Regensburg, machen eine Altstadttour. Also wir wollen denen eben so viel wie möglich von der bayerischen und auch von der deutschen Kultur näher bringen. Genau. Oder dann diese Get-Togethers, wo wir uns dann mit denen einfach mal einmal in der Woche abends in einer Bar treffen, um ein bisschen zu networken. Genau. Ja, das ist ja ein buntes Programm und eben ja nicht nur ein bisschen sich zusammensetzen und ein bisschen quatschen, sondern ja richtig mit Ausflügen und so, da gibt es richtig was zu organisieren. Genau, deswegen brauchen wir auch neue Mitglieder. Jetzt in Corona wurde das alles ein bisschen ausgedünnt. Viele sind fertig geworden im Studium. Viele wurden ein bisschen demotiviert durch die Corona-Lage, weil wir durften ja auch jetzt nicht so viele Events machen. Mhm. Wir haben hauptsächlich digitale Events gemacht. Jetzt letztes Semester konnten wir schon wieder einige Events machen, bis auf den eingeschränkten Lockdown, der dann Ende des Semesters angefangen hat. Ja, der Vorteil ist eben auch, dass man viele neue Kontakte aus der ganzen Welt knüpfen kann, wenn man bei uns im iClub dabei ist. Und es ist auch so spielerisch einfach, sage ich jetzt mal, weil wenn man mit jemandem wandern geht, dann lernt man diese Leute auch viel besser kennen, wie als wenn man jetzt zu so einem Sprachtandem geht oder so. Mhm. Und es sind dann auch unvergessliche Ereignisse, eben Erlebnisse, ja, die man mit den Studenten zusammen machen kann. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber es geht jetzt primär um Austauschstudierende, die da mit denen da Sachen organisiert werden, die also für ein oder zwei Semester da sind und jetzt nicht für ausländische Vollzeitstudierende oder für die auch. Die können natürlich auch bei uns mitmachen. Da gibt es ja von den Ingenieuren auch so ein Programm. Da haben wir viele dabei. Mhm. Die können sich dann auch aussuchen, ob sie bei uns aus Tutoren mitmachen oder nur aus Austauschstudenten, also praktisch aus Intis nennen wir die immer. Auch wenn ich jetzt in Zukunft davon spreche, dann meine ich immer die internationalen Studenten. Mhm. Die können sich das aussuchen, was sie machen möchten. Die dürfen ja beides. Okay. Genau. Organisation ist klar, dass da gibt es viel zu tun. Dann irgendwie Reisen buchen, Zugtickets oder so. Aber vielleicht können Sie ja mal sagen, was sind denn so die Aufgaben, wenn man im iClub mitmacht? Es fängt damit an, dass wir einmal im Monat, immer der zweite Dienstag im Monat, ein Meeting haben, da besprechen wir immer die ganzen Events, die jetzt so anstehen und verteilen die auch an die deutschen Studierenden. Und dann bekommt man eben ein kleines Team, so 2 bis 3 Studenten normalerweise. Manchmal muss man es auch allein machen.
sind aber keine schweren Events, die wurden ja größtenteils alle schon mal geplant. Das heißt, wir haben für alle Events eigentlich Leitfaden, wo dann genau beschrieben steht, wie man das machen muss. Und dann plant man eben das Event, da hat man dann immer so ungefähr einen Monat Vorlaufzeit. Das müsste eigentlich reichen, bei manchen auch weniger, weil man nicht so viel Zeit braucht. Und dann genau bucht man eben die Zugfahrt und das alles drum und dran. Wenn man zum Beispiel nach Schloss Neuschwanstein fährt, dann trifft man sich mit denen am Hauptbahnhof, schaut, dass alle da sind, alle ein Ticket haben, sich alle ins Bayern-Ticket reingeschrieben haben und dann fährt man zum Schloss Neuschwanstein, geht dann ein bisschen wandern. Wir haben uns immer dazu entschieden, nicht ins Schloss reinzugehen, weil wir ehrlich gesagt nicht finden, dass es jetzt von innen so schön ist und man beim Wandern eben mehr Erlebnisse hat. Dann fährt man abends mit denen wieder zurück, kann noch in eine Bar gehen, also das alles nochmal nachbesprechen, je nachdem, wie man Lust hat. Und dann gibt es auch verschiedene andere Positionen im iClub. Ich bin ja, wie gesagt, Head of Communications. Dann gibt es noch den Head of Finance. Die Steffi ist es jetzt gerade bei uns. Die macht die ganzen Abrechnungen, kalkuliert die Zuschüsse von der Hochschule, die wir ja bekommen. Weil, das muss man ja so sehen, die Intis, die zahlen nur 25% von dem Preis, dass das Ganze normalerweise kosten würde. Und die deutschen Studierenden, die das organisieren oder als Tutor mitfahren, die zahlen ja gar nichts. Die bekommen sogar noch 10 Euro, so Verpflegungspauschale nennen wir das immer, dass sie halt keine Umstände haben, weil wir machen das ja alles freiwillig und dann sollen wir ja nicht noch Nachteile davon bekommen. Ja, deswegen ist es eben ganz vorteilhaft. Auf jeden Fall. Genau, also es ist jetzt ist ja natürlich so, jetzt im Vergleich mit anderen studentischen Projekten, die wir hier auch schon vorgestellt haben, hat das möglicherweise dann so ein bisschen mehr Zeitaufwand, gerade weil man dann eben da auch auf Ausflüge mitgeht, aber man kann dann dabei natürlich auch was erleben, ja. Und gerade für Studierende, die selber neu nach München kommen und vielleicht nicht so viele Leute kennen oder jemanden kennenlernen wollen, ist es ja mit Sicherheit eine tolle Gelegenheit. Das auf jeden Fall. Und man muss sagen, vor allem für diese Studenten, die jetzt neu nach München kommen, man kennt ja wirklich fast keine Menschen. Und die man kennt, die kennt man dann über die WG, über den Sportverein oder übers Studium. Und wen lernt man denn beim Studium kennen? Das sind alles Menschen, die genau das Gleiche studieren wie du. Die denken genauso. Und durch den iClub hat man eben die Möglichkeit, dass man auch Leute von anderen Fakultäten kennenlernt. Und ja, das Studium prägt uns doch alle. Dementsprechend ist es bei uns auch sehr divers. Und man bekommt einfach so viel verschiedene Einsichten. Das ist eben das Schöne. Und so viel Aufwand zum Organisieren ist es tatsächlich nicht. Wie gesagt, die Events wurden größtenteils alle schon mal organisiert. Das heißt, es ist eigentlich alles vorgegeben, was man machen muss. Ja, wenn jetzt ein neues Event ist, dann ist das schon ein bisschen mehr Aufwand. Aber man kann sich das auch immer selber einteilen. Also beim iClub, wir zwingen hier keinen, dass der irgendwas machen muss. Das ist alles freiwillig. Und wenn man sagt, jemand hat jetzt mal weniger Zeit oder es ist gerade Prüfungsphase und man möchte nichts machen, dann sind wir da auch keinem böse. Mhm. Ja, und jetzt fachlich, also es ist schon ein bisschen angeklungen, aber es gibt jetzt kein Fach, was man studieren muss, um sinnvollerweise beim iClub mitzumachen. Da gibt es für jeden trotzdem eine Aufgabe. Also man muss jetzt nicht Tourismusmanagement studieren zum Beispiel. Nein, auf keinen Fall. Wir würden uns sogar freuen, wenn wir mal jemanden von anderen Fakultäten hätten. Der größte Teil von uns sind natürlich Tourismus und BWL. Mhm. Aber wir haben auch welche von Maschinenbau, Druck- und Medientechnik. Ein Mädel ist von Augenoptik sogar. Ich wusste gar nicht, dass man das an unserer Hochschule studieren kann, ziemlich lang. Ja. Ja, Design. Also wir sind ziemlich breit aufgestellt, aber desto mehr verschiedene, desto besser natürlich. Deswegen, wenn ihr das hier hört, fühlt euch angesprochen. Wir freuen uns über jedes neues Mitglied. Genau, und das ist in der Folge mit dem International Office so ein bisschen angeklungen. Wenn man vorhat, im Studium ins Ausland zu gehen, irgendwann mal, dann ist es ja für die Bewerbung, für die verschiedenen Programme immer ganz gut, wenn man irgendwie noch so ein bisschen Ehrenamt auch macht. Und da kann man sich den iClub tatsächlich anrechnen lassen, in Anführungsstrichen, ne? Also das wird einem positiv ausgelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja ein Losverfahren, gell? Also ja. Es ist so, du musst, wenn du ins Ausland gehst, einmal so ein Ehrenamt gemacht haben, sei es jetzt Buddy Service von der FK10 oder Welcome Service, wie es, glaube ich, bei den Tourismusstudenten heißt. Sowas muss man gemacht haben, zumindest an den beiden Fakultäten. Bei den anderen ist es meistens nicht so, die dürfen einfach so ins Ausland gehen. Aber ja, da kann man eben so einen Welcome Service oder Buddy Service machen oder man kommt einfach zu uns und hilft uns ein bisschen.
Ich glaube, da hat man mehr von. Genau. Ja. Aber sonst kann man nicht sagen, dass man da einen Vorteil hat. Das ist Losverfahren, ein faires, und dementsprechend hat man da keinen Vorteil. Genau, dann sprechen wir doch noch kurz, wo ich Sie als Studierende der Hochschule München schon da habe, noch kurz über Ihr Studium. Was studieren Sie denn bei uns? Ich studiere jetzt BWL im 7. Semester, also ich bin jetzt gleich fertig und habe den Schwerpunkt Bank, Finanz- und Risikomanagement gewählt, zweimal. Bin auch sehr zufrieden damit. Ich finde, man kann sehr viel lernen an der Hochschule München, auch dadurch, dass es so praxisorientiert ist. Ist auf jeden Fall ein guter Vorteil im Gegensatz zu anderen Unis. Und ich hatte jetzt auch sehr interessante Schwerpunktfächer, wie zum Beispiel Financial Modeling oder Finanzderivate, wo wir alles eben aus der Praxis angegangen sind und nicht nur Theorie. Falls der Herr Joachim Hecker das hört, vielen Dank für das ganze Studium, war wirklich sehr interessant. Also meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, würden Sie das nochmal wählen? Also war das die richtige Studienwahl für Sie? Aber das klingt so, als wäre das auf jeden Fall der Fall. Ja, voll und ganz. Also ich würde auf jeden Fall den Bachelor an der Hochschule München nochmal machen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier in einem Podcast von der HM bin, sondern weil man eben, ich finde, an der Hochschule München so viele Möglichkeiten bekommt, die man an anderen Unis nicht bekommt. Und da ist man oft nur eine Zahl. Und wir waren jetzt in unserem Schwerpunkt 18 Leute. Okay, ich war die einzige Frau, aber das ist, glaube ich, nicht im Regelfall jetzt so. Was würden Sie denn, haben Sie einen Tipp für Studieninteressierte, die sich für BWL interessieren? Was würden Sie denen mitgeben? Seid auf jeden Fall offen für alle Möglichkeiten, die ihr bekommt, und nehmt alles an, so viel ihr machen könnt, weil das sind Möglichkeiten, die ich am Anfang meines Studiums bekommen habe, aber die dann eben durch Corona weggefallen sind, und das ist sehr schade. Zum Beispiel werden ja auch Exkursionen normalerweise viel angeboten, von meinem Schwerpunkt zumindest. Und ich hätte auf jeden Fall jede Exkursion mitgenommen, die ich gekriegt hätte. Die werden auch von der Hochschule München finanziell supported. Deswegen sind das alles Möglichkeiten, die man wahrnehmen soll. Oder Fachschaft. Wenn ich jetzt nicht im iClub gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall zur Fachschaft gegangen. Die schauen auch immer so aus, als hätten sie viel Spaß da. Und das Studium ist ja auch irgendwo dazu da, dass man viel networkt und Kontakte fürs Leben findet. Dementsprechend empfehle ich das nur jedem, so viele Möglichkeiten wahrzunehmen, die einem hier geboten werden wie möglich. Genau. Ich habe natürlich auch viel jetzt in meiner Beratungstätigkeit mit Studieninteressierten zu tun, die sich für BWL interessieren, logischerweise. Großes Fach, aber das gibt es natürlich auch an sehr, sehr vielen Universitäten, Hochschulen und auch an kleineren Universitäten oder Hochschulen. Also das kann man eigentlich überall studieren. Jetzt haben Sie Erfahrung erster Hand aus dem Studium. Gibt es was das Studium bei uns quasi besonders macht, oder wie werden Sie vorbereitet auf die Welt nach dem Studium? Was ich gut fand und von Freunden gehört habe, die an anderen Unis BWL studieren, ist, wenn die einen Schwerpunkt gewählt haben, dann mussten die zum Beispiel immer Finance und Accounting nehmen oder, keine Ahnung, Marketing und HR. Das war oft zusammengefasst. Und ich finde es gut, dass es an der Hochschule so speziell ist, dass man zum Beispiel nur Finance nehmen kann oder nur Controlling. Und das ist eben ein Vorteil, um sich zu spezialisieren. Und das muss ich zum einen sagen. Und zum anderen, der Praxisbezug wird von vielen Unternehmen auf jeden Fall positiv wahrgenommen. Das habe ich jetzt in meinem Praktika auch gehört und als in meiner Werkstudentenstelle. Nach dem Studium ist auf jeden Fall der Vorteil, dass man schon ein Praktikum gemacht hat. Das ist jetzt an anderen Hochschulen auch so. Ich finde es auch gut, dass die Unternehmen, glaube ich, auch teilweise wissen, dass die Hochschule München nicht die einfachste Hochschule ist. Also die wissen, dass wir uns hier nicht auf der faulen Haut ausruhen, sondern dass, wenn wir einen guten Schnitt haben, auch wirklich was dafür geleistet haben. Das ist ja an manch anderen Hochschulen jetzt nicht unbedingt immer gewährleistet. Dementsprechend hat auch ein Abschluss an der Hochschule München ein gewisses Ansehen. Das würde ich unterschreiben. Genau. Hatten Sie denn selber während Ihrem Studium die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen? War wahrscheinlich ein bisschen schwierig wegen Corona, ne? Oder konnten Sie das unterbringen noch? Ich war tatsächlich im Sommersemester 21, also vorletztes Semester, in meinem Erasmus in Spanien, auf Gran Canaria. Da war ich in einem Semester, also kein Trisemester, sondern wirklich ein halbes Jahr. 5 Monate war ich da. Und ja, super Erfahrung. Also ich kann jedem wirklich empfehlen, nach Gran Canaria zu gehen. Ich glaube, man kann es nicht besser treffen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder sagt vor seinem Erasmus-Semester, aber der Vorteil ist eben, man hat den Strand da. Die Einheimischen sprechen eigentlich kein Englisch. Dementsprechend muss man wirklich Spanisch lernen. Und das war auch mein Vorteil. Ich bin da hingegangen mit, wenn ich A1 hatte, ist es viel gewesen. In dem Test hatte ich zum Glück besser abgeschnitten. Dementsprechend durfte ich dahin, weil der Test noch vor meiner Abi-Zeit war und der hat noch gegolten. Aber ich habe so gut Spanisch da gelernt. Also ich kann jedem Gran Canaria empfehlen und die Kurse sind auch wirklich interessant. Und auch die Insel ist so schön. Also ich dachte am Anfang, okay, jetzt schicken die mich da zu irgendeiner Senioren-Pauschalurlaubsinsel, was wirklich überhaupt nicht der Fall ist. Also das sind diese paar Orte da im Süden, aber der Norden und der Rest von dieser Insel ist so schön. Also ich muss wirklich sagen, ich würde sogar unterschreiben, dass das der schönste Fleck auf der ganzen Welt ist, wo ich je war. Hm. Und man kann da alles machen, tauchen, wandern. Und die haben übrigens den einzigen europäischen Kaffee auf Gran Canaria. Ja. Ja, also das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Ziel für ein Auslandsstudium. Also das hört man jetzt nicht so oft, ja. Mhm. Also viele gehen natürlich irgendwie USA oder englischsprachige Länder, Baltikum oder so nordische Länder sind auch immer sehr beliebt. Aber das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört. Klingt spannend und exotisch und schön, dass Sie da so eine gute Erfahrung hatten, auf jeden Fall. Ja, und man kann auch sagen, man kann auch surfen gehen da und man kann die anderen Inseln anschauen. Also wenn man in Spanien wohnt, dann bekommt man diese ID und auch die Habitación. Das ist den Wohnsitz in Spanien und dann bekommt man, wenn man auf den Kanaren ist, 70% Reiserabatt. Mhm. Das heißt, man könnte von den Kanaren für 30% des Preises ins Inland von Spanien fliegen oder zu den anderen Inseln, was ich auch gemacht habe. Ich habe alle anderen Inseln gesehen und die sind genauso schön wie Gran Canaria. Aber keine ist wie die andere und deswegen ist es auch sehr abwechslungsreich. Aber ich finde, es ist immer, es wird nicht so ins Auge gefasst von unseren Studenten. Wir haben so viele Plätze da, aber ich war tatsächlich die Einzige, die da hingegangen ist, sei es jetzt wegen Corona gewesen. Aber von den Berichten her gab es auch plus zwei vorher, was ich sehr schade finde. Also ich glaube, es wird wirklich unterschätzt. Ja, das klingt so. Fehlt Ihnen jetzt noch was bezüglich des iClubs, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, was Sie noch loswerden wollen? Ihr könnt uns gerne mal auf unserer Instagram-Seite besuchen, wenn ihr ein paar Einblicke sehen wollt. Der Name ist international-club-Munich. Mhm. Und da seht ihr dann ein paar Einblicke von unseren Intis oder unsere Events, die wir geplant haben. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Facebook-Seite. Einfach International Club München eingeben und dann kommt es schon. Da seht ihr auch ein paar Einblicke. Und wenn ihr Interesse habt an der Mitgliedschaft, dann leitet euch bestimmt der Herr Kipp entweder unsere E-Mail-Adresse weiter oder ihr schreibt einfach an die international-club@hm.edu und kommt dann auch bei mir raus. Also wir freuen uns auf alle Nachrichten. Mhm. Genau, das hätte ich jetzt noch gefragt. Wie kann man Sie denn kontaktieren, um mitzumachen? Und die E-Mail-Adresse steht natürlich in der Beschreibung unterm Podcast für alle, die das hören und sich jetzt Lust bekommen haben und denken, da möchte ich unbedingt mitmachen, steht in der Beschreibung drin. Einfach gerne schreiben und dann antwortet Ihnen Frau Botener oder jemand anders vom International Club und dann können Sie da mitmachen und tolle Dinge erleben, von denen wir hier im Podcast gehört haben. Genau. Frau Botener, ich danke Ihnen sehr viel für den Einblick in die Arbeit des International Club und für den Einblick in Ihr Studium und Auslandssemester. Ja, ich danke Ihnen für die Möglichkeit, dass wir uns hier vorstellen durften. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir nochmal nächstes Semester uns vorstellen dürften. Ja. Genau. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass jetzt dann wieder mehr auch Arbeit für den International Club möglich ist. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das interessiert, dann melden Sie sich bei Frau Botener und machen Sie mit beim iClub. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.